Am frühen Montag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B215 zwischen Verden und Walle. Ein PKW ist aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem zum Glück leeren Linienbus kollidiert. Die Fahrerin des PKWs wurde schwerst in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Feuerwehren Verden und Daulsen aus dem PKW befreit werden. Wie befreit man denn eine Person aus so einem Unfallfahrzeug? Aufgrund der schweren Zerstörung des Autos musste hier schweres hydraulisches Rettungsgerät eingesetzt werden und die Fahrerin so mit Hilfe von den umgangssprachlich Schere und Spreizer genannten hydraulischen Rettungsgeräten aus dem Fahrzeug heraus befreit werden. Einfach gesprochen heißt eine technische Rettung beim Verkehrsunfall, dass das Fahrzeug, die Struktur, die aus Stahl besteht, mit großen Scheren durchgeschnitten wird und so die Fahrerin hier aus diesem Fahrzeug befreit werden konnte. Wie geht's denn der Fahrerin? Die Fahrerin wurde hier vor Ort schwer verletzt und kam nach einer ersten Behandlung hier vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Wie lange war die Frau denn eingeklemmt? Die Frau war ungefähr eine halbe Stunde hier vor Ort eingeklemmt. Das zweite beteiligte Fahrzeug ist ein Schulbus, Linienbus. Der war zum Glück nicht mit Schulkindern besetzt, sonst hätte es hier wahrscheinlich eine höhere Anzahl an Verletzungen gegeben. Der Schulbusfahrer ist hier mit leichten Verletzungen davongekommen. Er hatte lediglich einige Glassplittern ins Gesicht bekommen und wurde hier vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden zu Beginn des Berufsverkehrs. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, da die B215 in beiden Richtungen voll gesperrt werden musste. Zusätzlich musste die Autobahnabfahrt Verden Nord teilweise für die Landung des Rettungshubschraubers auch gesperrt werden, sodass es zu teils kilometerlang Staus kam.